Die Ausstellung lädt den Besucher ein auf eine Reise in ein rotes Universum. Auf 11 Leinwänden kann das Publikum Filmausschnitte zur Farbe Rot im Film nachverfolgen, und zwar entlang der großen Themenkomplexe Rot der Figuren, Rot der Räume und Rot der Regisseure. Die Ausstellung nimmt also eine Analyse der Farbe Rot im Film vor. Rot im Film soll und möchte gerne Sensibilität und Aufmerksamkeit wecken für die Farbe im Film. Ein Stilmittel, das häufig nicht bewusst wahrgenommen wird, das aber, wenn man erst einmal anfängt, darauf zu achten, eine ganz eigene Erzählung der filmischen Handlung vornimmt. Ausgangspunkt ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Das waren zwei Exponate, die wir für ein Jahr in der Dauerausstellung ausstellen konnten. Zwei Kostümskizzen, zwei rote Kleider, im Prinzip dasselbe Stück Kleidung mit komplett konträren Bedeutungen. Eines davon war das rote Opernkleid aus Pretty Woman, das den Aufstieg der von Julia Roberts gespielten Figur von der Straßenprostituierten zur eleganten Dame, die in die Oper ausgeführt wird, bezeichnet. Die zweite Skizze war das Kleid von Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht, in dem sie gezwungen wird, Spießrute zu laufen vor der versammelten städtischen Gesellschaft. Sie muss den Geburtstag des Mannes besuchen, bei dem ihr vorgeworfen wird, sie habe mit ihm Ehebruch begangen. Und ihr Gatte wiederum zwingt sie in ein rotes Kleid, dunkelroter Samt, tief ausgeschnitten, mit Federn überall. Im Prinzip wirklich ein Fummel, der kaum weiter entfernt sein könnte von dem, was die gute Gesellschaft dort sonst so trägt. Und dass ein Kleidungsstück den größtmöglichen Aufstieg genauso bedeuten kann wie den extremen Abstieg und dass sich das über die Farbe transportiert, das fanden wir so interessant, dass wir angefangen haben, nach den weiteren Bedeutungsmöglichkeiten der Farbe Rot im Film zu suchen. Wir haben im Prozess relativ lange überlegt, wie wir dieses Thema angehen wollen und haben uns dann dafür entschieden, die Wirkung der Farbe ins Zentrum unserer Ausstellung zu stellen. Das heißt, dass die Besucherinnen und Besucher nachverfolgen können sollen, wie Rot im Film wirkt. Und das wiederum heißt natürlich, dass wir uns vor allem auf das fertige Endprodukt, also den Film, konzentrieren. Wir haben in der Recherche enorm viele Filme gesehen und wir haben bei jedem Einzelnen überlegt, ist er ein Rotfilm? Ist Rot für diesen Film eine zentrale Farbe? Ist Rot etwas, was tatsächlich zusätzliche Bedeutung transportiert? Und prägt die Farbe zugleich den gesamten Film maßgeblich mit? Und ausgehend davon haben wir unsere bestehende Auswahl an Filmen im Ausstellungsraum zusammengestellt.